240 Minuten, also rund 4 Stunden. So viel Fernsehen schaut jeder Deutsche zwischen 14 und 69 Jahren täglich. Wenn schon so viel Lebenszeit vor dem Fernseher verbracht wird, dann doch bitte mit einem guten Gerät. Doch was macht einen guten Fernseher aus? Wer stand nicht schon einmal vor der Wand aus zig TV-Geräten in einem Elektronik-Supermarkt, sah die enormen Preisunterschiede und rätselte über die vielen technischen Abkürzungen? Wohl selten ist das Gefühl eines Fehlkaufes größer als bei einem neuen Fernseher. Dieser Ratgeber soll bei der Kaufentscheidung helfen. Er vergleicht verschiedene Fernsehgeräte miteinander und entwirrt in einfachen Worten die komplizierten Fachbegriffe. Das erste Produkt auf unserer Liste ist Philips Ambilight 65 Pass 8506 LED-Fernseher. Der Philips Ambilight 65 Pass 8506 LED-Fernseher ist ein Smart-TV mit einer Auflösung in 4K, der mit den Bildschirmdiagonalen 43, 50, 58, 65, 70 und 75 Zoll erhältlich ist. Das vorliegende Modell hat, wie der Name bereits verrät, ein 65 Zoll großes LED-Display mit dreiseitigem Ambilight, eine Technik von Philips, die das Sichtfeld in der Wahrnehmung des Zuschauers vergrößern und damit die Augen schonen soll. Der Fernseher unterstützt die Klangoptimierungstechnologie Dolby Atmos und Bildoptimierungstechnologien wie HDR und Dolby Vision. Die P5 Perfect Picture Engine des Fernsehers sorgt laut Philips dafür, dass Details mehr Tiefe haben, Farben natürlicher leuchten und Bewegungen fließender laufen. Was sind Bildoptimierungstechnologien wie HDR10 oder Dolby Vision? Moderne Fernseher sind mit vielen Technologien zur Bildoptimierung ausgestattet. Teilweise handelt es sich um allgemeine Standards und teilweise handelt es sich um eigene Bezeichnungen der Hersteller. Eine Gemeinsamkeit ist, dass sie unter anderem über schärfere Kontraste, eine bessere Farbsättigung und mitunter dynamische Anpassungen für ein besseres Fernsehbild sorgen sollen. Der Ratgeber bietet weiterführende Informationen zu Bildoptimierungstechnologien wie HDR10, HDR10 Plus oder Dolby Vision. Der Smart TV ist mit DTS Play-Fi für Multiroom Audio kompatibel, um auf diese Weise eine Verbindung zu mehreren, kompatiblen Lautsprechern herzustellen und beispielsweise für einen 5.1 Surround Sound zu sorgen. Für Gamer ist darüber hinaus ein Ambilight-Spielemodus mit geringer Latenz und VRR-Unterstützung dabei. Der LED-Fernseher hat einen Energieverbrauch von 111 Kilowattstunden pro 1000 Stunden Betriebszeit und die Energieeffizienzklasse G darüber hinaus sind laut Philips zwei 2.0 Downfiring-Lautsprecher mit einer Ausgangsleistung von jeweils 20 Watt integriert. Mit Sprachassistenten kompatibel, der Philips Ambilight 65 Pass 8506 LED-Fernseher ist mit den Sprachassistenten Google Assistant und Amazon Alexa kompatibel, um alle Geräte im Smart Home Netzwerk über Sprachansagen zu steuern. Der 65 Zoll Fernseher hat eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hertz und das Bildformat 16:9. Er hat das Betriebssystem Android 10 und zahlreiche vorinstallierte Apps wie Amazon Prime Video, Disney Plus, Spotify, Netflix und YouTube. Das Modell hat eine Flash-Speicherkapazität von 16 GB und einen integrierten Triple-Tuner mit DVB-C, DVB-T2 und DVB-S2 für den Empfang per Kabel, Satellit und Antenne. Über eine Halterung mit den Wesermaßen 300x300 mm lässt sich der Smart TV laut Hersteller einfach an eine Wand montieren. Folgende Anschlüsse sind laut Philips unter anderem vorhanden: 4x HDMI, 2x USB, Bluetooth 5.0, Dualband WLAN 802.11ac, CI+-Slot, LAN-Anschluss, Kopfhörereingang. Was bedeutet 4K? 4K ist im amerikanischen Sprachraum eine gebräuchliche Abkürzung für 4000. Die Zahl bezieht sich auf die Pixeldichte, die eine besondere Bildschärfe ermöglicht. Die Auflösung bei einem 4K-Fernseher beträgt 3840x2160 Pixel. Die 4K-Auflösung wird auch als Ultra-HD-Auflösung bezeichnet. Der nächste Produkt auf unserer Liste ist LG Electronics 43 ab 75009 LF-Fernseher.
Der LG Electronics 43 ab 75009LF Fernseher ist ein Smart TV mit einer Bildschirmdiagonale von 43 Zoll oder 109 cm und einem LCD-Display mit einer Auflösung von 3840x2160 Pixel, auch bekannt als UHD oder 4 Kelvin. Er hat das vorinstallierte Betriebssystem Webos 6.0 und ist mit einem Quad-Core-Prozessor mit iSound und Active HDR sowie HLG-Unterstützung ausgestattet. Für einen besseren Sound lassen sich laut LG bis zu 2 Bluetooth-Speaker mit dem Smart TV verbinden. Dank einer 4K-Upscaling-Funktion lassen sich Filme und Serien mit geringerer Auflösung nahezu in 4K-Qualität genießen. Weitere praktische Features sind ein Game Optimizer und ein Filmmaker-Modus. Mit Sprachassistenten über Magic Remote kompatibel, der LG Electronics 43 ab 75009LF Fernseher ist laut Hersteller mit den Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Assistant über die Magic Remote Fernbedienung kompatibel, die aber nicht im Lieferumfang enthalten ist. Eine LG Fernbedienung ist dagegen dabei. Der Fernseher ist mit Fuß 97,3 cm breit, 61,1 cm hoch und 18,7 cm tief. Er hat einen integrierten Triple-Tuner mit DVB-T2, DVB-C und DVB-S2 für Fernsehempfang über Kabel, Satellit und Terrestrik. Eine WLAN-Funktion, ein LAN-Eingang und Bluetooth der Version 5.0 sollen ebenfalls enthalten sein. Als Anschlussoptionen stehen 2 HDMI 2.0 Ports, ein USB-Anschluss, ein optischer Ausgang und ein CI+-Slot der Version 1.4 zur Verfügung. Der Smart TV hat eine Bildwiederholrate von 60 Hz und die neue Energieeffizienzklasse G. Was ist ein Smart TV? Ein Smart TV ermöglicht es, den Fernseher über einen LAN-Anschluss oder ein WLAN-Modul mit dem Internet zu verbinden. Dadurch ist es möglich, viele weitere Inhalte wie Mediatheken oder Streamingdienste zu nutzen. Der nächste Produkt in unserer Liste ist dein Smart 43 XT Fernseher LG Electronics 43 ab 75009LF Fernseher. Der dein Smart 43 XT Fernseher hat eine Bildschirmdiagonale von 43 Zoll. Er löst mit 1920x1080 Pixeln in einer Full-HD-Auflösung auf. Für den Fernsehempfang sorgt ein integrierter Triple-Tuner, der die Signale von terrestrischem Antennenfernsehen DVB-T2, Satellitenfernsehen DVB-S2 oder Kabelfernsehen DVB-C empfängt. Die bevorzugte Empfangsquelle ist frei wählbar und kann jederzeit geändert werden. Ein externer Receiver ist nicht erforderlich. Was ist ein Triple-Tuner? Ein Triple-Tuner ist ein integrierter Receiver, der Antennenfernsehen, Satellitenfernsehen oder Kabelfernsehen empfängt. Bei der Einrichtung des Fernsehers kann eine Empfangsquelle gewählt werden. Erforderlich ist entweder eine Satellitenschüssel, eine Antenne für terrestrisches Fernsehen oder ein Anschluss für kostenpflichtiges Kabelfernsehen. Das Empfangskabel wird mit dem Fernseher direkt verbunden. Ändert sich die Empfangsquelle etwa bei einem Umzug oder weil eine terrestrische Antenne oder das Kabelfernsehen durch eine Satellitenschüssel ersetzt werden, lässt sich die Empfangsquelle im Menü des Fernsehers ganz einfach ändern. In der Regel steht dafür auf der Fernbedienung eine Taste zur Verfügung. Ein zusätzlicher Receiver für den Fernsehempfang ist bei einem TV-Gerät mit Triple-Tuner nicht notwendig. Fast alle modernen Fernseher sind mit einem integrierten Triple-Tuner ausgestattet. Einige Modelle haben einen Twin-Triple-Tuner, der es ermöglicht, 2 Programme gleichzeitig zu empfangen. Damit ist es möglich, bei Fernsehern mit Aufnahmefunktion ein Programm anzuschauen, während ein anderes aufgezeichnet wird. Mit einem einfachen Triple-Tuner kann zeitgleich nur ein Programm angeschaut und aufgezeichnet werden. Der Fernseher von Dyson kann per WLAN oder Ethernet-Kabel mit dem Internet verbunden werden. Das Smart TV bietet über ein Smart-Portal einfachen Zugriff auf eine Vielzahl an Apps wie Deezer, Facebook, Twitter, die Mediatheken von ARD und ZDF und vieles mehr. Der Fernseher unterstützt HBBTV und die rote Taste auf der Fernbedienung bietet viele Infos sowie Zusatzdienste und ermöglicht bei einigen Sendern interaktives Fernsehen, bei dem Sie sich beispielsweise in Echtzeit an Umfragen oder Abstimmungen beteiligen können. Mit Schnellstarttasten für YouTube,
Prime Video und Netflix. Die Fernbedienung des DynSmart 43 XT Fernsehers ist mit drei Schnellstarttasten für die beliebten Streamingdienste Netflix und Prime Video und für die Videoplattform YouTube ausgestattet. Ein einfacher Tastendruck führt direkt zum gewünschten Portal. Bei Netflix und Amazon Video sind kostenpflichtige Abonnements erforderlich, um die Inhalte anschauen zu können. Der Smart TV von Dyson hat zwei USB-Anschlüsse, drei HDMI-Anschlüsse, einen LAN-Anschluss und eine CI+-Schnittstelle. Er unterstützt WLAN und HBBTV und ist mit einem elektronischen Programmführer und einem Hotelmodus ausgestattet. Zum Lieferumfang gehören eine Fernbedienung mit Schnellstarttasten und Red-Button, zwei Standfüße und eine Bedienungsanleitung. Was ist HBBTV? HBBTV ist die Abkürzung für Hybrid Broadcast Broadband TV. HBBTV wird oft als Weiterentwicklung des Videotexts bezeichnet. Die Funktion, die meist über eine rote Taste auf der Fernbedienung abgerufen wird, bietet Zusatzinformationen zu laufenden Sendungen und zum Programm in Form von Texten und Bildern. Darüber hinaus ermöglicht HBBTV eine Interaktion mit dem laufenden Fernsehprogramm, das vom Sender und der jeweiligen Sendung unterstützt werden muss. Zuschauer haben beispielsweise die Möglichkeit, direkt über den sogenannten Red-Button auf der Fernbedienung an Abstimmungen bei Castingshows teilzunehmen, an Umfragen teilzunehmen oder bei einem interaktiven Quiz mitzumachen. Auch das Bestellen von Waren direkt über den Fernseher per HBBTV ist möglich. Der nächste Produkt ist Sony KD49XH8096 Bravia Fernseher DynSmart 43 XT Fernseher. Der Sony KD49XH8096 Bravia hat eine Bildschirmdiagonale von 49 Zoll. Das entspricht etwa 125 cm. Alternativ ist das Gerät in den Größen 43 Zoll, 55 Zoll, 65 Zoll, 75 Zoll und 85 Zoll erhältlich. Der Fernseher von Sony hat eine 4K-Auflösung mit 3840x2160 Pixeln, die bei allen Bildschirmgrößen für ein scharfes Bild sorgt. Der X1-Prozessor des Fernsehers soll für lebensechte Bilder und eine detailreiche und rauschfreie Wiedergabe sorgen. Inhalte mit geringerer Auflösung skandiert der Prozessor hoch, sodass auch HD-Aufnahmen viele Details und lebensechte Texturen bieten. Was bedeutet Hochskalieren? Beim Hochskalieren oder 4K Upscaling rechnet der Prozessor des Fernsehers Inhalte mit geringerer Auflösung auf eine 4K-Auflösung hoch, um ein schärferes und detailreiches Bild darzustellen. Im Gegensatz dazu steht die native 4K-Auflösung, bei der die Inhalte schon bei der Quelle in der hohen Auflösung vorliegen. Durch das Hochskalieren oder 4K Upscaling können Aufnahmen in Full HD verbessert werden, doch obwohl beide Inhalte letztendlich eine Auflösung von 3840x2160 Pixeln haben, bietet natives 4K immer mehr Details und ein qualitativ hochwertigeres Bild als ein hochgerechneter Inhalt. Sony rüstet den KD49XH8096 Bravia Fernseher mit weiteren Technologien aus, die das Bild verbessern sollen. Die Triluminus-Technologie soll im Zusammenhang mit dem X1-Prozessor für eine natürliche, umfangreiche und präzise Farbwiedergabe sorgen. Mithilfe der Motion-Flow-Technologie soll es bei der Wiedergabe von schnellen Szenen in Sportübertragungen oder bei Actionfilmen zu einer Verringerung von Unschärfen kommen. HDR und Dolby Vision sollen für eine Bildoptimierung sorgen, indem sie Kontrastwerte und die Werte der Farbsättigung dynamisch bei jedem einzelnen Bild verändern und anpassen. Was ist Dolby Vision? Dolby ist vor allem HiFi-Freunden ein Begriff. Die Dolby Laboratories, Incorporated mit Sitz in San Francisco, sind ein Unternehmen, das sich zunächst mit analogen Verfahren zur Rauschunterdrückung im Audiobereich beschäftigt hat. Später kamen mit Dolby Digital und Dolby Atmos Spezialisierungen auf digitale Mehrkanaltonsysteme hinzu. Mit Dolby Vision und Dolby True HD hat sich das Unternehmen aus dem Audiobereich losgelöst und bietet Verbesserungen für digitale Videotechnik an. Ähnlich dem Konzept für die Rauschunterdrückung im Audiobereich berechnet Dolby Vision mithilfe dynamischer Metadaten laufende Anpassungen an das Fernsehbild. Für jedes einzelne Bild berechnet Dolby Digital die Farbsättigung und die Kontrastwerte neu.
Die Intention dahinter liegt darin, das Bild exakt genauso wiederzugeben, wie es der Filmemacher geplant hat. Auch die Bildverbesserungstechnologie HDR10+ ist in der Lage, Bilddaten an jedes einzelne Bild anzupassen. Der Vorgänger HDR10 bietet diese dynamische Anpassung nicht. Im Hinblick auf den Sound setzt der Fernseher von Sony mit Dolby Atmos auf ein mehrdimensionales Klangerlebnis. Der Klang, der von den Seiten und von oben wiedergegeben wird, soll dafür sorgen, dass der Zuschauer noch tiefer in die wiedergegebenen Filmszenen eintaucht. Mit Sprachfernbedienung, zum Lieferumfang des Sony KD49XH8096 Bravia gehört eine intelligente Sprachfernbedienung. Sie ermöglicht es, Inhalte ohne Tippen und Navigieren per Stimme auszuwählen. Der Fernseher ist sowohl mit Amazons Alexa als auch mit Google Home kompatibel. Er unterstützt Apple-Geräte und ermöglicht es, Inhalte von iPhone, iPad oder Mac mit Apple AirPlay direkt auf dem Fernseher wiederzugeben. Über Chromecast lassen sich Sendungen und Apps vom Android-Smartphone auf dem Fernseher streamen. Als Smart TV bietet der Fernseher eine große Auswahl an Apps, darunter beliebte Streaming-Dienste wie Prime Video und Netflix. Zur Verbindung mit anderen Geräten ist der Fernseher mit HDMI, Ethernet und USB-Anschlüssen ausgestattet. Darüber hinaus unterstützt er WLAN und Bluetooth. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Samsung TU8079 LED Fernseher Sony KD49XH8096 Bravia Fernseher. Der Samsung TU8079 LED Fernseher hat eine Bildschirmdiagonale von 43 Zoll bzw. 109 cm. Optional ist das Gerät mit einer Bildschirmdiagonale von 50 Zoll, 55 Zoll, 65 Zoll, 75 Zoll oder 82 Zoll erhältlich. Der Fernseher hat eine Ultra-HD-Auflösung mit 3840x2160 Pixeln. Auf dem Dynamic Crystal Display sollen die Farben besonders lebensecht dargestellt werden sollen. Der Crystal Prozessor 4K soll für ein umfangreiches und hohes Kontrastverhältnis sorgen. Die Bildoptimierungstechnologie HDR10+ sorgt durch die dynamische Anpassung der Farbwerte und Kontraste und eine Farbtiefe von 10 Bit für ein klares Bild und eine realistische Farbdarstellung. Mit Game Enhancer, der Samsung Game Enhancer soll Geisterbilder und Bewegungsunschärfen in schnellen Spielszenen verhindern. Der Game Enhancer analysiert jede einzelne Szene und sorgt damit für ein flüssiges Bild ohne Ruckeln, auch wenn es im Spiel rasant zugeht. Mithilfe des Ambient Mode fügt sich der Fernseher mit dem fast rahmenlosen Design in die Einrichtung rein. Wird er nicht zum Fernsehen genutzt, kann er Fotokollagen, Slideshows, die Uhrzeit, Nachrichten oder andere Inhalte anzeigen oder sich einfach nur an den Wandhintergrund anpassen. Dadurch hängt kein schwarzer, großer Bildschirm mehr an der Wand, sondern der Fernseher wird zum interaktiven Einrichtungsgegenstand. Was sind Geisterbilder? Als Geisterbild oder Ghosting-Effekt werden schwache Kopien des Hauptbildes bezeichnet, die entstehen können, wenn auf dem Fernseher besonders schnelle Bewegungen dargestellt werden. Durch Geisterbilder wird das Bild weniger klar und scharf. Der Fernseher von Samsung lässt sich über die integrierten Sprachassistenten Bixby und Alexa mit der Stimme steuern. Auch kompatible Smart-Home-Geräte können über den Fernseher gesteuert werden. Die Sprachsteuerung Multivoice versteht Sprachbefehle auf Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Chinesisch, Koreanisch und Italienisch. Die One Remote-Fernbedienung ermöglicht es, Inhalte schnell zu finden und auszuwählen und der Universal Guide schlägt gezielt und individuell Inhalte aus dem Fernsehprogramm oder von Streaming-Anbietern vor, die zu den persönlichen Interessen passen. Der Samsung TU8079 LED-Fernseher bietet zahlreiche Schnittstellen wie USB, HDMI, Ethernet, Bluetooth und WLAN. Die Bildwiederholrate liegt bei 100 Hz. Bei dem Gerät handelt es sich um ein Smart TV mit Internetanbindung, das mit einem Triple-Tuner zum Empfang von Satellitenfernsehen, Antennenfernsehen und Kabelfernsehen ausgestattet ist. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Grundig TRB 0 Vision 7 Fernseher. Der Grundig TRB 0 Vision 7 Fernseher ist ein LED-Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 43 Zoll, der auch in 50, 55 und 65 Zoll erhältlich ist.
Er bietet eine Ultra-HD-Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln und eine Aktualisierungsrate von 60 Hz. HD- und Full-HD-Inhalte lassen sich laut Grundig auf 4K oder Ultra-HD hochskalieren. Es handelt sich um einen Smart-TV mit integriertem Fire-TV-Erlebnis für die Nutzung von vorinstallierten Apps wie Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, DAZN und vielen weiteren. Fire TV bietet eine nahtlose Integration von Live-Fernsehkanälen und Streaming-Sendern auf einer einzigen Startseite. Für die Nutzung ist laut Hersteller aber eine HD-Antenne erforderlich. Magic Fidelity Sound System. Der Grundig TRB 0 Vision 7 Fernseher hat Magic Fidelity, einen Soundalgorithmus mit speziell angeordneten Lautsprechern und einem zusätzlichen Subwoofer. Das soll einen sehr klangvollen Sound liefern. Der Fernseher kann mit der im Lieferumfang enthaltenen Sprachfernbedienung für Amazon Alexa gesteuert werden und bietet die Bildoptimierungstechniken HDR10 und HLG. Dolby Vision ist nicht vorhanden, dafür hat der Smart TV Mikrodimming für eine bessere Kontrastdarstellung. Das oben bereits erwähnte Soundsystem hat eine Leistung von 40 Watt, aber kein Dolby Atmos. Eine Wandmontage des LED-Fernsehers ist laut Grundig mit Hilfe einer Halterung mit dem Wesermaß 200x200 mm möglich. Eine solche Halterung ist optional im Paket mit dem Fernseher erhältlich. Was ist das Wesermaß? Die Abkürzung WESA steht für Video Electronics Standards Association, eine Organisation mit mehr als 250 Mitgliedsfirmen, die einheitliche Spezifikationen rund um Displays und Bildschirme erstellt. Dabei handelt es sich unter anderem um Schnittstellen, Anschlüsse, Videosignale oder Bildschirmbefestigungen. Mit den WESA-Mounts wurde ein Standard festgelegt, der die Wandbefestigung von Flachbildschirmen vereinfachen soll. Das sogenannte WESA-Maß, das auf Bildschirmen und Wandhalterungen angegeben ist, hilft, die passende Wandhalterung für den Fernseher zu finden. Für die Wandbefestigung ist der Fernseher hinten mit vier rechteckig angeordneten Gewinden ausgestattet. Die Breite und Höhe des Rechtecks in Millimetern ergeben das WESA-Maß des Fernsehers. Der nächste Produkt ist Panasonic TX50JXW604 LED-Fernseher. Der Panasonic TX50JXW604 LED-Fernseher hat eine Bildschirmdiagonale von 50 Zoll oder 126 cm und ist alternativ in den Größen 43, 55 und 65 Zoll erhältlich. Es handelt sich um einen Smart-TV mit integriertem Triple-Tuner für den Fernsehempfang via Kabel, Satellit und Antenne, der eine UHD-Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln verspricht. Der LED-TV hat eine sehr hohe Bildwiederholungsrate von 1200 Hz und unterstützt über eine WLAN-Funktion beliebte Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video und DAZN. Für die Bildoptimierung werden laut Panasonic mehrere HDR-Formate wie HDR10, Dolby Vision und HLG, Hybrid Low Gamma, unterstützt. Die Kombination dieser Techniken soll realitätsnahe und detailgetreue Bilder liefern. 4K Studio Color Engine. Der Panasonic TX50JXW604 LED-Fernseher hat laut Hersteller eine leistungsstarke Farbengine, die Grundlage für das Fernsehen in 4K legt. Sie garantiert eine gestochen scharfe Bildwiedergabe mit starken Farben und einer starken Bewegungsdarstellung. Der LED-Fernseher hat einen integrierten Media- oder Multiplayer, mit dem sich direkt auf Datenträger wie USB-Sticks, Kameras, MP3-Player oder Festplatten zugreifen lässt, um Filme, Musik oder Fotos abzuspielen. Der Smart TV hat die Energieeffizienzklasse G bei einem durchschnittlichen Stromverbrauch von 71 Kilowattstunden pro 1000 Betriebsstunden. Es stehen laut Panasonic die folgenden Anschlüsse zur Verfügung: 3x HDMI 2.1 mit HDCP 2.2, 2x USB 2.0, 1x CI+-Slot, 1x Ethernet, 1x Kopfhörerausgang, 1x Audioausgang, optisch, digital. Darüber hinaus steht eine WLAN-Funktion zur Verfügung, Bluetooth ist aber nicht vorhanden. Im Lieferumfang des Modells befindet sich nach Angaben des Herstellers eine Fernbedienung. Eine Wandmontage des Smart TVs ist mit einer Halterung mit dem WESA-Maß 200x200 mm möglich.
Eine solche Halterung ist laut Panasonic aber nicht im Lieferpaket dabei. Dafür hat der LED-Fernseher einen integrierten Game-Modus. Was ist der Unterschied zwischen einem LCD-Display und einem LED-Display? Nur wenige Fernseher sind mit einem LCD ausgestattet, die meisten haben ein LED-Display. Bei der LED-Technik handelt es sich um eine Weiterentwicklung des LCD-Displays. Beide Versionen nutzen für die Darstellung der Bilder Flüssigkristalle. Der nächste Produkt ist Xiaomi Mi Smart TV 4A Fernseher. Der Xiaomi Mi Smart TV 4A ist ein kleiner Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von 32 Zoll. Als Smart TV bietet das Gerät Zugriff auf Streamingdienste wie Netflix, Prime Video oder YouTube und für den Fernsehempfang steht ein Triple-Tuner für den Empfang von Antennenfernsehen, Kabelfernsehen oder Satellitenfernsehen zur Verfügung. Der Fernseher hat eine HD-Ready-Auflösung mit 1366x768 Pixeln. Mit seiner Bildschirmdiagonale von 81 cm eignet sich der Xiaomi Mi Smart TV 4A gut als Zweitfernseher im Gästezimmer, Kinderzimmer, Schlafzimmer oder in der Küche. Wer keinen Wert auf einen besonders großen Bildschirm legt, kann ihn auch als Hauptfernseher im Wohnzimmer verwenden. Built-in Chromecast. Der Fernseher ist mit einem integrierten Chromecast ausgestattet. Er bietet Zugriff auf den Google Assistant und ermöglicht es unter anderem, Inhalte vom Smartphone auf dem Fernseher zu streamen. Bildoptimierungstechnologien wie HDR bietet der kleine Fernseher nicht. Sie kommen nur bei Geräten mit Ultra-HD-Auflösung zum Einsatz. Der Fernseher ist kompatibel mit HBBTV 2.0. Auf dem Smart TV kommt das Betriebssystem Android TV 9.0 mit Google Assistant zum Einsatz, das unter anderem Zugriff auf den Google Play Store bietet. Das Gerät hat einen internen Speicher von 8 GB und 1,5 GB Arbeitsspeicher sollen für schnelles Umschalten und eine flüssige Darstellung sorgen. Was ist HDR? Die Abkürzung HDR steht für High Dynamic Range. Mit diesem Ausdruck wird der hohe Dynamikumfang bezeichnet. Er hat Auswirkungen auf die Schwarzwerte, die Helligkeit und die Kontraste des Bildes. Insbesondere die Anzahl der Helligkeitsabstufungen spielt eine große Rolle. Fernseher mit der HDR-Technologie haben eine Farbtiefe von 10 Bit. Pro Farbkanal kann zwischen 1024 Helligkeitsabstufungen unterschieden werden. Wenn ein TV-Gerät hingegen nur die Standard Dynamic Range, SDR, hat, kann es mit einer Farbtiefe von 8 Bit nur 256 Helligkeitsabstufungen je Farbkanal unterscheiden. Der Xiaomi Mi Smart TV 4A Fernseher bietet eine Bluetooth-Konnektivität und ist mit dem Google Assistant per Sprachsteuerung steuerbar. Eine Fernbedienung mit Mikrofon gehört zum Lieferumfang. Der Fernseher hat 3 HDMI-Anschlüsse, 2 USB-Anschlüsse, einen LAN-Anschluss und WLAN. Für einen guten Sound ist das Gerät mit Dolby Digital und DTS Studio ausgestattet und es steht ein Kopfhöreranschluss zur Verfügung. Der nächste Produkt in unserer Liste ist HKC24 F1D LED-Fernseher Xiaomi Mi Smart TV 4A Fernseher. Der HKC24 F1D LED-Fernseher hat eine Bildschirmdiagonale von 24 Zoll und ist mit der Triple-Tuner-Technologie ausgestattet, unterstützt also DVB-T2, DVB-S2 und DVB-C, so lassen sich Programme per Kabel, Satellit oder Antenne empfangen. Dank eines HDMI-Anschlusses kann laut HKC entweder ein TV-Receiver, eine Spielekonsole oder ein DVD-Player mit dem Fernseher verbunden werden. Ein USB-Anschluss und ein CI-Plus-Slot für Smartcards von Pay-TV-Sendern runden die Anschlussoptionen des TV-Gerätes ab. Für die richtige Stimmung sollen 2 integrierte Lautsprecher mit einer Leistung von jeweils 3 Watt sorgen. Mit HD-Ready-Auflösung, der HKC24 F1D LED-Fernseher hat nach Angaben des Herstellers eine HD-Ready-Auflösung von 1366x768 Pixel und eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz. Der LED-Fernseher bietet eine Bildschirmhelligkeit von 150 Candela pro Quadratmeter und hat eine Reaktionszeit von 9,5 Millisekunden. Ein DVD-Spieler ist nach Angaben des Herstellers nicht integriert. Der Fernseher nutzt die sogenannte LED-Backlight-Technik, hat also eine LED-Hintergrundbeleuchtung.
Es handelt sich zwar um keinen Smart TV, der Fernseher kann nach Angaben des Herstellers aber an die Wand montiert werden, dafür wird eine Wandhalterung mit dem Wesermaß 200x200 mm benötigt. Der nächste Produkt ist TCL 50P721 Fernseher HKC24F1D LED Fernseher. Der TCL 50P721 Fernseher ist ein LED Smart TV mit einer Bildschirmdiagonale von 50 Zoll oder 126 cm und einer Auflösung in Ultra HD bzw. 4K, also 3840x2160 Pixel. Er verfügt unter anderem über Motion Clarity für ein flüssiges Bild und bessere Darstellungen von Bewegungen und hat ein rahmenloses Design aus gebürstetem Metall. Dolby Vision und Dolby Atmos sollen eine kinogleiche Audioleistung und visuelle Leistung liefern. Der LED-Fernseher hat das vorinstallierte Betriebssystem Android 11 und einen Game Master-Modus mit HDMI 2.1 für niedrige Latenz und ideale Bildeinstellungen für Spiele. Mit Hands-Free Voice Control, der TCL 50P721 Fernseher erlaubt es Nutzern laut Hersteller, nur mit der eigenen Stimme Inhalte auszuwählen, Apps zu starten, nach Filmen zu suchen und vieles mehr. Dafür ist der LED-Fernseher mit den Sprachassistenten Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel. Der Smart TV hat drei HDMI-Anschlüsse, zwei USB-Ports, einen LAN-Slot, jeweils einen Kopfhörer- und Kabelanschluss und AV-Input. Er verfügt über einen integrierten Triple-Tuner mit DVB-C, DVB-T2 und DVB-S2 für unterschiedliche Empfangsmöglichkeiten und hat eine Bildwiederholrate von 60 Hz. Unterstützte Streaming- und Internetdienste umfassen laut TCL Anwendungen wie Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, DAZN und Disney+. Eine Bluetooth- und WLAN-Funktion sollen ebenfalls vorhanden sein. Wie viel Strom verbraucht ein Fernseher? Eine wichtige Frage für viele Verbraucher ist die nach dem Stromverbrauch, die sich nicht pauschal beantworten lässt. Der Verbrauch ist von vielen Faktoren abhängig. Hierzu gehören die Energieeffizienzklasse und der jährliche Energieverbrauch in Kilowattstunden. Zu beachten ist, dass solche Angaben der Hersteller meist unter Laborbedingungen entstanden sind. Im Alltag kann der Verbrauch deutlich höher sein. Der nächste Produkt ist Hisense 43 AE 7000F Fernseher TCL 50P721 Fernseher. Der Hisense 43 AE 7000F Fernseher ist ein Smart TV mit einer